Bei Stastnik gelangen die Behälter über ein Durchlauflager zum Kommissionierer. Damit die Wurst möglichst lange im gekühlten Zustand lagert, wird bei Bedarf der entsprechende Behälter über diese Mechanik aus der gekühlten Zone entnommen. Der Kommissionierer arbeitet seinen Auftrag ab und schiebt den Behälter zur Warenausgangskontrolle und Verpackung. Die Kommissionierung erfolgt bei ca. 15 Grad, wobei die Ware bei ca. 2 Grad Celsius lagert. Im Distributionszentrum von Spar in Heilbronn werden langsam Dreher über ein spezielles Verteilsystem kommissioniert. Nachdem die Kommissioniererin die Ware zusammengestellt hat, ordnet sie die Pakete einer bestimmten Entnahmezone des Verteilsystems zu. Zielgesteuert werden sie anschließend auf 25 Kanäle verteilt. Über seine Kennkarte erhält der Tourenbereitsteller die Information, auf welchem Kanal sich seine Ware befindet. Im Gegensatz zur Firma Stastnik wird bei Hertha in Nordfrankreich die verpackte Ware direkt auf Gepard-Transportbändern der Warenkommissionierung zugeführt. Gepard installierte deshalb ein Palettenkommissioniersystem. Die Kommissionierer erhalten den Warenstrom aus drei verschiedenen Produktionsstätten und füllen dementsprechend die Behälter und Paletten. Nachdem die 44 Behälter à 20 Kilogramm gefüllt sind, fordert der Bediener den Verfahrwagen an und die volle Palette wird zum Warenausgang gefördert. Über Kettenförderer erreicht die Palette den I-Punkt und danach das Versandlager. Bei Stastnik wird die kommissionierte Ware aus dem Behälter in Kartons verpackt. Jeder Behälter wird aus hygienischen Gründen nur einmal benutzt. Das heißt, nach der Verpackung wird er sofort über ein Hängefördersystem zur Reinigungsanlage gefördert. Das von der EDV bereitgestellte Tourenetikett zeigt den Bereitstellungsplatz an. Die Pakete werden umreift, palettiert und anschließend verladen. Bei Kemper in Nordrop, ebenfalls ein Rohwurstproduzent, installierte Gebhardt Teilarbeitsplätze mit vernetzter Fördertechnik, wie in unserem Beispiel die Preisauszeichnung. Die Behälter mit den kompletten Aufträgen werden je nach Auslastungsgrad den Arbeitsplätzen automatisch zugeführt. Zur Kontrolle wird der Auftrag auf dem Monitor eingeblendet. In der angegebenen Reihenfolge wird die Ware verwogen und pro Produkt ein Etikett gedruckt. Es enthält den Kilopreis, Haltbarkeitswert, die Artikelnummer und den Einzelpreis. Mit dem Quittieren des Auftragszettels ist die Preisauszeichnung und Verpackung abgeschlossen.
Im Rewe-Distributionszentrum Hürth werden Rollcontainer zur Warenzusammenstellung verwendet. Die Ware wird in 5 Geschossen gelagert und von Fachkommissionierern zusammengestellt. Zwischen den Lagergeschossen und der Warenausgangshalle installierte Gebhardt Senkrechtförderer, die die Rollcontainer vollautomatisch dem Erdgeschoss zuführen. Gleichzeitig können auf diesen Förderanlagen Europaletten und Tiefkühlbehälter transportiert werden. In allen Fällen führte ein erhöhter Warenfluss zur Umstrukturierung des Materialflusses. Gebhardt installierte hier intelligente Fördertechnik. Das Ergebnis? Reduzierung von Transport- und Nebenzeiten. Die Gebhardt-Lösungen bestätigten sich kurzfristig als kostensparende Organisationsmittel. Gebhardt, der Fortschritt in der Materialflusstechnik.